Ich sehe doch nicht ein, hier irgendwas zu bezahlen, wenn ja. Ich hier meine Parkscheine ziehen kann. Yo Leute, was geht ab? Heute sind wir mal als Kollegen vom Ordnungsamt auf den Straßen unterwegs. Aber wir haben uns gedacht, da ja bald Weihnachten ist, verteilen wir heute mal den ersten Strafzettel, über den sich die Leute auch wirklich freuen. Wir schauen hier mal kurz rein. Wunderschön, natürlich auch mit Inhalt. Tada! Ich denke, so einen Strafzettel bekommt jeder gerne. Schauen wir mal, wie die Leute reagieren. Let's go! Okay. Ich muss aber vorher aussteigen und einen Parkschein ziehen, ehe ich dann wieder zurückkomme. Ja? Ja, das war natürlich schlechtes Timing dann. Den habe ich jetzt einmal eingegeben. Ich habe gerade gesehen, ich bin gerade ausgestiegen und wollte gerade den Parkschein holen. Ich habe hier eingeparkt. Okay. Gerade im Moment. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, ich lasse den einfach mal da. Schauen Sie einfach mal rein. Da ist auch alles direkt drin. Überweisungsträger und so. Und dann passt das schon. Ist ja alles da drin. Überweisungsträger, dann kann man das direkt überweisen. Hallo, ich bin gerade ausgestiegen, um mir einen Parkschein zu ziehen und bin wieder hier zurückgekommen. Ich sehe doch nicht ein, hier irgendwas zu bezahlen, wenn ja. Ich hier meinen Parkschein ziehen kann. Sie haben mich doch gesehen, dass ich hier gerade eingeparkt habe. Ich muss doch irgendwie einparken und dann erst aussteigen. Stimmt, ja. Ja gut, schauen Sie einfach mal rein. Ich drehe nochmal eine Runde und dann komme ich nochmal wieder. Ja, passiert halt. Gibt solche Tage. Nee, tut mir leid, also muss ich leider. Schauen Sie einfach rein, da ist alles Nötige drin. Nee, weil Sie ja noch keinen Parkschein hatten, deswegen. Ja, ich bin ja gerade erst ausgestiegen, das haben Sie ja gesehen, ne? Nee, das habe ich jetzt so nicht gesehen eigentlich. Was? Ist echt. Wie? Natürlich ist es echt. Ja, das ist für Sie, nee. Weil Sie ja so schön geparkt haben. Nee. Ja, doch. Nee. Ja, wir haben uns gedacht, wir verteilen mal Strafzettel, über die sich die Leute freuen. Und Sie sind eins unserer Opfer. Ja, ist doch mal ein schöner Strafzettel, oder? Auch so, dankeschön. Und ich hoffe, wir begegnen uns. Ja, bestimmt. Jo Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Diejenigen, die unseren Strafzettel nicht annehmen wollten, werden sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, aber dem einen oder anderen konnten wir natürlich doch noch eine kleine Freude bereiten. Das ist natürlich schön. Hier findet ihr das Video vom letzten Sonntag und am nächsten Sonntag sehen wir uns auch schon wieder. Und wir wünschen euch allen natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Bis dann. Ciao. Life's so unpredictable, take control of